Hallo meine lieben Freunde, ihr wisst ja, ich bin gerade mitten in der Prüfungszeit und eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, irgendein Video zu produzieren, aber es gibt eine Sache, die kann ich euch einfach nicht vorenthalten und das ist das neue Blind Guardian Album. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Album ist, ohne euch teuer ein Magazin am Zeitungskiosk kaufen zu müssen, dann guckt doch jetzt einfach mal rein. Meine lieben Freunde, es ist 4,5 Jahre her, dass Blind Guardian mit At the Edge of Time das letzte Album rausgebracht hat. Ihr wisst ja, ich bin ein ganz schönes Fangirl von Blind Guardian und deswegen könnt ihr erwarten, dass ich dieses Album natürlich sehr, 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 sehr stark erwartet habe und deswegen habe ich es auch in der teuersten Version gekauft, die ich gefunden habe, ich gebe es zu. 50 Euro hat diese E-Book-Version gekostet, da ist nochmal ein Vinyl drin mit alternativen Versionen zu zwei Songs. Dann gibt es hier zwei CDs, wo nochmal ein extra Track drauf ist und wir haben selbstverständlich eine sehr ausführliche Illustration mit Texten bzw. auch der Geschichte zu diesem Konzeptalbum. Wie man hier sieht, dreht es sich tatsächlich um diesen Red Mirror, deswegen auch der Titel Beyond the Red Mirror und deswegen hat die EMP zum Beispiel eine Version rausgebracht, wo es sogar einen kleinen Spiegel dazu gibt. Es gibt wirklich so viele Versionen von diesem Album mit unterschiedlich farbigen Vinyls und irgendwelchen Limited Editions. Das ist wirklich kompliziert, sich da eine auszusuchen. Deswegen habe ich mir gesagt, da kaufst du einfach mal die teuerste, dann weißt du, woran du bist. Aber ich schweife schon wieder ab. Wir wollen ja zum Album kommen. Ich würde dieses Album als ein, ein Album einschätzen, das ähnlich ist wie Nightfall in Middle-Earth. Denn wir haben auch hier ein Konzeptalbum. Thematisch knüpft es allerdings an Imaginations an. Es handelt sich hier um den namenlosen Protagonisten von Imaginations from the Other Side, der dort die Entscheidung treffen muss, ob er die normale Welt verlässt und in eine andere Welt hineintaucht und dort Abenteuer erlebt. Der Protagonist in Beyond the Red Mirror ist derselbe Protagonist ein paar Jahre später, also sozusagen 20 Jahre. Und er hat sich immer noch nicht entschieden. Und währenddessen ist, das normalerweise so ist, die zauberhafte Welt entzaubert worden. Es ist alles total vor die Hunde gegangen sozusagen, wie in der Realität. Ach, es ist so deprimierend. Jedenfalls entwickelt sich um diesen Protagonisten jetzt eine Geschichte. Es geht um alte Götter, es geht um Fantasie, es geht um die Verwirklichung des Selbst. Aber ich möchte euch davon noch gar nicht so viel erzählen. Ich glaube, das ist eine Reise, die man selber antreten sollte. Und im Endeffekt ist dieses Album eine Reise. Ich habe einige Kommentare gelesen von wegen, ja, Blind Guardian hätten ihren Biss verloren, Blind Guardian wären einfach nicht mehr in der Lage, ordentliche Songs zu schreiben und ich kann gleich mal sagen, das ist totaler Humbug, das ist totaler Schwachsinn und das liegt einfach nur daran, dass die Leute nicht in der Lage sind, ein Album in Ruhe 15 Mal oder 20 Mal hintereinander durchzuhören. Denn wir haben mit Beyond the Red Mirror ein Album, das eine Komplexität aufweist, die war bisher noch nie da. Ja, also Blind Guardian sind ja normalerweise schon bekannt dafür, dass ihre Songstrukturen von Album zu Album komplexer werden, die Gesangsspuren immer schwieriger werden, immer komplexer werden und mit Beyond the Red Mirror haben sie sich mal wieder selbst übertroffen. Das ist wie ein Gemälde. Alle Sekunden merkt man einen neuen Farbverlauf, eine neue Spur, eine neue Facette. Ich bin mittlerweile, nachdem ich das Album jetzt 3 Tage 10-mal durchgehört habe, immer noch nicht in der Lage, die Songs richtig einzuschätzen, richtig zu beurteilen und ihr wisst ja, ich kaufe ja die Alben normalerweise selber, deswegen kam das auch nicht zum Release hier, dieses Review, sondern ich habe mir da Zeit gelassen und mich da sehr ausführlich mit beschäftigt und ich kann euch sagen, egal was ihr erwartet, eigentlich kriegt jeder das, was er von Blind Guardian am liebsten mag, weil jeder Song beinhaltet irgendeine Facette der alten Blind Guardian Alben. Wir haben da sehr komplexe Songs wie The Grand Parade oder The Ninth Wave oder auch Sacred Mind. Man hat allerdings auch so richtige Speed-Metal-Brecher wie bei Holy Grail oder The Throne. Was ich an diesem Album besonders genial finde, sind die ruhigeren Songs wie Miracle Machine oder Distant Memories. Und ich finde genau diese Songs, wo viele vielleicht sagen, okay, die sind einfach nicht, das ist vielleicht auch kein Metal mehr. An diesen progressiven Glanzlichtern erkennt man, dass Blind Guardian immer noch in der Lage sind, sich weiterzuentwickeln, dass Blind Guardian im Fluss sind, dass sie musikalisch versiert sind und dass sie immer noch nach neuen Entfaltungsmöglichkeiten suchen, nach neuen Wegen ihre Kunst auszudrücken und ihre Musik zu entwickeln. Und ich finde, das sind zwei Songs, die auf jeden Fall zu Klassikern werden, die auf jeden Fall zu sehr, sehr wichtigen Songs Blind Guardians werden. Das merkt man vielleicht noch gar nicht, wenn man es 5-mal durchgehört hat und denkt sich, naja, dann mache ich mal weiter. Aber ich habe sofort gemerkt, an diesen Songs ist ganz, ganz, ganz viel Atmosphäre und ganz viel Herzblut dran. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie live ganz gut gehen. Wir haben nämlich auf diesem Album, trotz der unglaublichen Komplexität der Songstrukturen,
richtig schöne Sing-Along-Parts, wo man im Endeffekt den Refrain einfach so schön mitgrölen kann nach dem ersten Mal hören. Und ich finde, das macht Blind Guardian ja auch aus, dass man es auch live richtig gut mitmachen kann und dass man live richtig eintauchen kann, auch wenn die Songs live weniger krass ausgebreitet werden können. Man hat ja nicht immer ein Orchester dabei oder man hat ja nicht immer einen Chor dabei, die natürlich auch wieder hier mitgearbeitet haben. Allerdings kann ich euch jetzt schon mal sagen, wir haben da sehr interessante Informationen gesammelt. Wir waren nämlich letzten Donnerstag in den Twilight Hall Studios von Blind Guardian und ihr könnt euch diese Woche auf ein Interview freuen. Also wie gesagt, wir waren 5 Stunden da und dementsprechend habe ich ganz viel Material und kann euch da ganz viele Videos zeigen. Aber das nur mal so am Rande, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also nach dem ersten paar Mal hören wollte ich jetzt schon sagen, das ist das beste Blind Guardian Album aller Zeiten. Allerdings tue ich mich bei sowas eigentlich schwer, weil Blind Guardian ist einfach so eine Größe, die sich halt immer verändert, so etwas Amorphes, dass ich eigentlich sehr ungern sage, irgendwas ist besser als das andere, weil es immer anders ist und es ist immer auf seine eigene Art und Weise gut. Oder sehr gut natürlich. Ich finde, dieses Album ist ein Meisterwerk. Es ist eine herausragende Leistung musikalischer Schaffenskraft. Es ist wie ein vertonter Opiumtraum. Also zumindest stelle ich mir Opium so vor, wenn es jetzt musikalisch wäre, wenn ihr versteht, was ich meine. An alle die noch überlegt haben, ob sie sich das kaufen sollten, kauft es euch. Das ist jetzt keine Werbung, ich habe mir das Album ja auch gekauft. Es ist einfach nur ein Meisterwerk, ein Meilenstein, den man als ernsthafter Musiksammler zu Hause haben sollte. Und wenn ihr jetzt eine andere Meinung habt zu dem Album, wenn ihr eigene Entdeckungen habt auf diesem Album, welche Details euch besonders gefallen, was euch ins Ohr gesprungen ist, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Aber bitte schreibt dann drunter, warum, was euch da nicht gepasst hat. Schreibt mir das bitte dort unten hin. Ich bin da echt mal gespannt drauf, wie das Album bei euch so angekommen ist. Ich habe, wie gesagt, ein paar negative Kommentare jetzt schon gelesen, aber die meisten Zeitungen oder so haben es ja auch sehr positiv kommentiert. Allerdings weiß ich, dass sie es nur so vom Hören sagen, weil ich lese sowas nicht. Ich bilde mir da lieber meine eigene Meinung, meine lieben Freunde. So, und dann am Ende noch eine kleine Anmerkung. Ich habe jetzt natürlich noch eine Woche zu tun, das Album total durchzuhören, deswegen kann ich am Donnerstag kein Video rausbringen. Nein, das ist Quatsch. Ich habe natürlich ein paar Prüfungen. Allerdings kann ich das nebenbei zum Runterkommen hören. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Folgendes. Donnerstag, 14 Uhr, kommt kein Video. Das schaffe ich nicht. Da habe ich Prüfung. Allerdings kommt höchstwahrscheinlich am Freitag um 14 Uhr ein Video. Und da gucken wir uns dann mal an, was uns Hansi in den Twilight Hall Studios zeigt. Sozusagen der großartigste Tag meines Lebens als Metalhead wird euch da direkt live vor der Kamera gezeigt. Meine lieben Freunde, wenn euch diese Review jetzt gefallen hat, dann teilt sie doch zum Beispiel auf Facebook, damit eure Freunde auch teilhaben können, ohne sich ein teures Magazin kaufen zu müssen. Das ist ja der Vorteil an YouTube, ne? Das ist ja alles kostenlos. Ihr könnt natürlich auch meinen Channel abonnieren, damit ihr nämlich up-to-date seid, was mit dieser Blind Guardian-Reportage wird, was wir da in den Twilight Hall Studios gemacht haben, als wir 5 Stunden da waren. Ansonsten verbleibe ich als euer dunkler Parabelritter. Bis dann, Tschüssikowski. Ich hab euch alle lieb und ringgehauen.